Immer noch bestellen Leute ihre Spiele vor. Immer noch kaufen Leute Spiele direkt zu Release. Wir haben schon öfter erwähnt, dass es Sinn macht, einfach mal zu warten, anstatt direkt zu kaufen. In der aktuellen Gaming-Landschaft ist es leider zum unabgesprochenen Kult geworden, Spiele komplett unfertig auf den Markt zu schmeißen. Manchmal nicht nur unfertig, sondern in sich einfach unspielbarer Trash. Und trotzdem scheint die Mehrheit der Käufer nichts draus zu lernen. Wir haben uns mal angesehen, woran man erkennen könnte, ob ein Spiel ein Hit wird, bevor es überhaupt raus ist, und natürlich dementsprechend auch, wann es eher Shit wird. Wir zeigen euch die besten Tricks und geben damit dann direkt Predictions ab. Der erste Punkt und eigentlich auch ein Fehler, den wir selbst ziemlich oft machen, ist dem Hype zu Opfer werden. Ja, wir Menschen sind doch irgendwo Rudeltiere und folgen unbewusst oft der Mehrheit, aber ehrlich gesagt ist das bei Videospielen so eine eigene Geschichte. Denn der Hype vor einem Release beruht meistens eher darauf, wie gut ein Game beworben wird und nicht, wie gut es wirklich ist oder wie gut die früheren Spiele eines Developers waren. Wenn man zum Beispiel an Cyberpunk denkt, dann war es ziemlich schwer, dem Hype nicht zu Opfer zu fahren. I mean, Keanu Reeves? Da wird sogar mein Höschen nass. Aber in Wirklichkeit hätten hier die Alarmglocken läuten müssen bei so viel Overhype-PR-Arbeit. Hype wird sehr gerne künstlich erzeugt, weil es klarerweise die Verkaufszahlen direkt beeinflusst. Aber seid vorsichtig mit Hype, denn er bringt euch eigentlich nie einen Vorteil. Wenn ihr nämlich aufgehypt seid bis zum Gehtnichtmehr, dann wird's unglaublich schwer, nicht viel zu hohe Erwartungen zu bekommen. Sehr selten führt Hype dazu, dass man am Ende wirklich Freude hat. Eher ist man noch mehr frustriert, wenn es dann nicht passt. Umgekehrt aber, wenn ihr dem Hype keine Chance gebt, habt ihr ausschließlich positive Konsequenzen. Entweder das Game ist bad, dann könnt ihr euch bestätigt fühlen und seid nicht enttäuscht, weil ihr sowieso nichts erwartet habt, oder ihr werdet eines Besseren belehrt und seid von allem positiv überrascht, was gut dran ist. Aber um nochmal Cyberpunk herzunehmen, hier gab's noch ein Indiz, das uns zeigen hätte können, dass das nichts wird. Der Developer. Und jetzt meinen wir auf keinen Fall, dass CD Projekt Red ein schlechter Developer ist. Ganz im Gegenteil. Aber was wir als informierte Gamer alle wissen sollten, ist, was welcher Developer gut kann. Denn meistens, nicht immer, aber meistens macht ein Developer nur eine Sache richtig gut und sollte davon in Wirklichkeit nie weg. Open World Third Person RPG war das für CD Projekt Red. Cyberpunk hat eine Sache geändert, die auch für uns, abgesehen von den unzähligen Bugs, das Game ruiniert haben. Es war ein First-Person-Shooter. Und CD Projekt Red hatte davor noch nie einen Shooter gemacht. Wie hätte das in Wirklichkeit auch gut gehen können? Ein anderes Beispiel ist Marvel's Avengers. Eigentlich hätte man daraus ein ziemlich gutes Game machen können, aber die Devs dahinter, Crystal Dynamics, machen normalerweise nur Tomb Raider-Games. Dann plötzlich ein Avengers-Game mit haufenweise XP-System und Microtransactions rausballern, ist dann doch zu weit weg von dem, was sie normalerweise machen. Do we really want to go outside of our comfort zone this far and build a multiplayer game? Abgesehen vom Genre gibt's aber auch andere Punkte, die man über Developer wissen kann. Bethesda hat mit Elder Scrolls zum Beispiel eine konstant gute Serie an Spielen gebracht. Also sie sind jetzt zumindest gut, aber nie am Launch Day. Die Games von Bethesda sind prinzipiell eine komplette Backhölle am Launch Day. Jeder weiß das. Wer trotzdem vorbestellt, selbst schuld. Noch ein sehr klarer Indiz dafür, dass ein Spiel heutzutage Trash wird, ist oft wirklich leicht zu beurteilen. Wenn Ubisoft draufsteht, können wir mit Hilfe der Historie der letzten paar Jahre ganz klar sagen, dass nichts Gutes rauskommt. Dasselbe gilt übrigens auch für manche andere Developer. Wenn seit geraumer Zeit nur Trash kommt, dann seid euch sicher, dass es auch weiterhin so bleibt. Egal ob Ubisoft, Konami, Activision Blizzard, die Firmenstrategien sind, warum auch immer, komplett auf Fehlkurs. Sie kennen ihre eigene Zielgruppe nicht mehr wirklich und bringen schlechtes Game nach schlechtem Game raus. Noch können sich die drei Beispiele einigermaßen halten, weil sie noch vom früheren Vertrauen leben, aber in Wirklichkeit steht dem Untergang nichts mehr im Wege. Es gibt eine Sache, die uns instant daran zweifeln lässt, ob ein Spiel gut wird. Wenn bei den Gameplay-Trailern Leute reden, als würden sie das Spiel gerade spielen und richtig Spaß haben. Oh, look! Here we are at Devil's Ridge. Nice transition, by the way. Sea of Thieves war so ein Kandidat, aber natürlich nicht der einzige. Wir können dabei nur cringen vor dem Fake-Spaß und verlieren sofort das Vertrauen. Oh, come on. Be something good. Oh, yes! Jair's Wrath. Oh, nice.
Trailer sind auch allgemein so ein Ding. Vor allem Gameplay-Trailer sagen oft mehr, als man im ersten Moment glaubt. Zeigt der Gameplay-Trailer eigentlich nur voranimierte Sequenzen und cuttet alle 2 Sekunden zur Musik? Alarm! Ist das Gameplay nur ein Viertel vom Gameplay-Trailer und der Rest sind Cinematics? Alarm! Gibt's einen Gameplay-Trailer, der super gut aussieht, aber das Game hat noch nicht mal ein Release-Date? Alarm! Wenn ein Game gut ist, dann kann man das Gameplay auch herzeigen und Leute damit überzeugen, dass das Game gut ist. Und wenn Gameplay gezeigt wird und das Game hat noch kein fixes Release-Date, dann bedeutet das, dass das, was man gerade sieht, noch nichts damit zu tun hat, was am Ende rauskommt. Weil das Game noch nicht mal ansatzweise fertig ist und niemand weiß, wie lang es noch braucht. Das war übrigens bei Cyberpunk alles der Fall. Kommen wir zu fixen IPs. Spiele, die mehrere Teile haben und auch davon profitieren, dass der Vorreiter mal gut war. Prinzipiell ist das nämlich ein toller Indikator, dass Teil 2 auch gut wird, wenn Teil 1 schon ziemlich krass war. Aber man muss über den Tellerrand hinaussehen. Die wichtigste Frage, wie lange ist es her, dass der letzte Teil rausgekommen ist? Wenn die Antwort auf diese Frage ein Jahr oder sogar kürzer ist, dann Hände weg. Die einzigen, die das lange hinbekommen haben, waren Pokémon und selbst bei denen geht's seit längerer Zeit hart bergab. Jedes Jahr ein Call of Duty? Trash. Jedes Jahr ein FIFA? Trash. Jedes Jahr ein Pokémon? Trash. In so einem Rhythmus kann man keine guten Folgeteile rausbringen. Gut Ding braucht Weile. Und glaubt ihr, dass das neue Zelda Tears of Kingdom gut geworden wäre, wenn es ein Jahr nach dem ersten Breath of the Wild gekommen wäre? Nein, weil der Anspruch da war, dass es gut wird. Manchmal dauert's aber auch zu lange. Da gibt's eine Sache, die oft passiert, die uns sehr viel mitteilt. Wenn nämlich mitten im Projekt eine sehr wichtige Person das Unternehmen verlässt und einfach alles hinschmeißt. Wenn wer jahrelang sein Leben in ein Spiel investiert, als zum Beispiel Creative Director und dann einfach geht wegen Creative Differences. Dann wieder Alarm! In Wirklichkeit bedeutet das nämlich sehr wahrscheinlich, dass der Publisher versucht, die Developer irgendetwas machen zu lassen, was sie so sehr nicht wollen, dass man einfach rausnopt. Beispiel hierfür ist Halo Infinite, wo der Director Chris Lee, der Creative Director vor ihm Tim Longo und die Executive Producerin Mary Olsen alle mitten im Projekt einfach gehen. Resultat war eine absolute Katastrophe eines Halo-Spiels. Big surprise! Der letzte Punkt, der mittlerweile aber ohnehin jedem klar ist, ist Pay to Win. Wenn das Ganze bei der Ankündigung schon so aussieht wie bei Diablo 4, wisst ihr, was abgeht. Of the Battle Pass. 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 No, that's Battle Pass. Battle Pass. Excited about with the shop. The shop. The shop. Shop. The shop. The shop. The shop. And the shop. The shop. Buy the Battle Pass. Shop. You can buy. You can the shop. Buy. Battle Pass. Buy. Battle Pass. Shop. Shop. You Battle Pass. Battle Pass. No pay for power. No pay for power at all. Shop and Battle Pass. Battle Pass. The shop. 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 The shop. 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 Shop is trying to show you things that you want to buy. Shop. 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 The shop. Wenn ein Spiel bereits vor oder bei Release von den Pay-to-Win-Mechaniken redet, dann Finger weg davon. Ihr wollt das nicht. Das Game könnte sogar richtig lustig sein, aber ihr seid kein Ölscheich. Also ist's für euch nicht lustig. Jede dieser Regeln ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ausnahmen kann's immer geben, so wie Jedi Fallen Order von Respawn, die eigentlich davor nur Movement-Shooter gemacht haben. Aber wenn das passiert, dann könnt ihr eben einfach positiv überrascht sein und habt ein gutes Spiel. Kommen wir zu den Predictions. Diablo 4. Wir wissen bereits, dass das Spiel zu Release 70 Euro kosten wird. Dazu kommt, dass es auch noch zahlungspflichtige Expansions geben wird. Dazu kommt, dass es einen In-Game-Shop gibt. Dazu kommt, dass es einen Battle Pass gibt. Und das wurde alles, wie schon vorhin gezeigt, sehr deutlich betont. Unsere Prediction ist also, dass Diablo 4 ein einziger Money Grab wird, der ein halbwegs solides Game im Hintergrund liefert, das aber eigentlich nur wirklich Spaß macht, wenn man Unmengen an Cash reinsteckt. So wie Diablo Immortal, nur eben nicht als Mobile Game. Starfield. Was wir wissen, es kommt von Bethesda. Das heißt, es wird zu Release unspielbar verbuggt sein, wie jedes Game von ihnen davor. Verstärkt noch durch den Fakt, dass es mit einer komplett unerprobten neuen Game Engine gebaut ist. Prinzipiell machen sie gute Open-World-RPGs, wobei sie hier sehr viel auf Raumschiffe, Spacefights konzentriert sind, womit sie eigentlich zero Erfahrung haben. Allgemein ist es ihre erste komplett neue IP seit 25 Jahren. Bisher gab's nur Elder Scrolls und Fallout. Die Frage ist, passen die Elemente, die Elder Scrolls und Fallout gut gemacht haben, in ein Space-Game? Großteils? Ja.
Bethesda hat sich für so eine IP durchaus Vertrauen verdient und hat sehr hohe Standards, wenn es um ihren Inhalt geht. Wir glauben hier echt dran, dass Starfield neue Standards setzen wird. Bitte, bitte, lass diese Prediction nicht wie Milch altern, Bethesda. Skull and Bones kommt von Ubisoft. Wird Trash. Und für die Prediction müssen wir nicht mal wirklich was anderes wissen. Und dabei belassen wir es jetzt erstmal. Gibt's Games, auf die ihr euch freut, wo irgendwas von hier anwendbar ist? Sagt's uns in den Kommentaren oder gerne auch mir persönlich im Livestream. Okay, bye!